Düsseldorf gegen Ingolstadt. Beide Sieger vom Freitag. Ingolstadt im Derby. Overtime gegen Augsburg und Düsseldorf mit dem Ausrufezeichen bei seinem Ex-Club in Mannheim. Harold Kreis mit seiner Mannschaft im Moment in einem 3-Siege-Flow. Wir gehen rein in die Partie mit Überzahl Düsseldorf. Aber der Konter der Ingolstädter, Matthias Niederberger, der Nationalkeeper, von Beginn an aufmerksam. Man merkte allerdings, Ingolstadt nach 6 Pleiten im November durch 2 Siege wieder voller Selbstvertrauen. Beherzter Auftritt, Niederberger, missglückter Ausflug. Und dann ist Oliver da. 0-1. Klasse verwertet. Hier sehen wir noch einmal Scheibe tief von Kohl. Dann verspringt sie kurios. Klar, Niederberger ist dann wieder im Kasten, aber Oliver versperrt ihm die Sicht. Und Scheiben, Annahme und Verwertung sind dann extra klasse. Dritter Treffer für Oliver. Doug Shedden sah eine imponierende Vorstellung. Sehr diszipliniert von seiner Mannschaft. Auch im Mittelabschnitt zu Beginn das bessere Team. Und da ist Mike Collins. Der Mann mit dem roten Helm, bester Scorer, entschied das erste Spiel dieser beiden Teams und auch das Derby gegen Augsburg. Eiskalt vor dem Kasten, Marke Sniper. Keine 8000 Zuschauer, enttäuschend. Eigentlich die Euphorie rund um die DEG wieder zu greifen. Ingolstadt war drauf und dran, den dritten Treffer zu setzen. Köllerherr mit dem Lattentreffer. Da hätte Niederberger keine Chance gehabt. Dann aber wachten die Gastgeber auf. Gugula. Klasse Zuspiel. Und dann verspringt die Scheibe für Jaden Duchesneau. Pielmeier sogar mit dem Schoner noch dran. Letzte Minute im Mittelabschnitt. Leon Niederberger, der junge Nationalspieler mit einer tollen Einzelleistung. Und Bussas mit dem Anschlusstreffer. Niederberger, 7 Treffer, 5 Assists. Hier aber zunächst die tolle Scheibeneroberung und dann Bussas gegen den bis dato überragenden Pielmeier. Der hat keine Chance. Düsseldorf nach Siegen über München, Mannheim und Nürnberg vielleicht zu Beginn nicht ganz bereit vom Kopf her. Dann aber treten sie im Schlussabschnitt so richtig auf. Tolles Zuspiel auf Philipp Gugula, der mir richtig gut gefiel, auch viel arbeitete und wieder war Pielmeier dran. Bartha ging voran, der beste Scorer beim 8-fachen deutschen Meister. Garbutt, Ingolstadt saß im Schlussabschnitt fast permanent auf der Strafbank. Pielmeier nach vorne und da ist Gugula. Der gebürtige Düsseldorfer, 14 Jahre beim Lokalrivalen in Köln. Und das ist ein tolles Stickhandling. Zunächst mit dem Fuß vorgelegt und dann macht er ihn rein. Der Ausgleich zu diesem Zeitpunkt hochverdient. Dann gab es eine 5-3 Überzahl in den Schlussminuten. Aber die Gastgeber scheiterten und verzweifelten an Pielmeier. Ingolstadt warf sich mit allem, was sie hatten, in diese Offensivbemühungen und alleine für den Kampfgeist hatten sie den einen Punkt dann verdient. Denn es ging im ISS-Dom in die Overtime. Und da hatte Ingolstadt zum ersten Mal seit gefühlten Ewigkeiten Überzahl. Und da ist Wille Keustinen. Viertes Saisontor und das war die Entscheidung. Glücklich, denn die DEG war am Ende näher am Sieg dran. Aber toll, die Vorarbeit vom überragenden Köllerherr und Niederberger sieht gar nichts. Letztlich 3-2 Ingolstadt in einem spektakulären Spiel. Ja, war natürlich ein enorm wichtiger Sieg für uns. Ich glaube, wir sind sehr gut aus der Kabine gekommen. Ab der Hälfte des Spiels hat Düsseldorf besser gespielt. Und ich glaube, es war offen bis zum Schluss. Und zum Schluss, glaube ich, haben die dann ja, das Powerplay genutzt und dann auch ja, durch das Powerplay verdient gewonnen. Wir wurden bestraft, wir waren nicht bereit die ersten 30 Minuten, aber wir haben genug Qualität, um das wieder wegzubügeln und das haben wir getan.
Und letztendlich ist es bitter, dass wir halt nur einen Punkt haben. Perfekte Analyse von Alex Bartha und Timo Pielmeier. Einen Blutdruck von 80 zu 50 nach so einem Spiel. Respekt. Düsseldorf unglücklich, Ingolstadt entführt 2 Punkte nach Bayern.